Hallo und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Dieses Mal werden wir ja noch weiter den Südosten erkunden. Naja. Also wir werden hier nochmal gucken, ob da noch ein Lager ist. Ja gut, da werden wohl noch Lager sein. Aber ob wir da noch irgendwas finden, was wir dann melden können. Ich denke ja. Wir haben 6 Uhr morgens, oder? Ja, genau. Ja, sieht ganz cool aus. Ich weiß jetzt nicht mal, was das für eine Höhle war. Kommen wir da durch? Yes. Hier ist jedenfalls noch niemand und das ist auch hier schon wieder vorbei. Okay. Gut, dann laufen wir direkt weiter zum Lager. Und aus irgendeinem Grund haben wir 650 Groschen bekommen. Keine Ahnung. Was ist hier los? Was war das denn? Hey! Vielleicht, weil ich das Lager entdeckt habe. Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Das scheint jedenfalls zu den Waffen. So ein Lager zu sein, was gemeint war. Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Zu den Waffen! Du bist tot! Hey! Ihr alle! Na, ihr, das hat irgendwie. Alarm! Ist irgendwie nicht. Hat weiche Knie bekommen. Ist durchgegangen. Was? Mehr hast du nicht drauf! Gott! Naja, man muss halt immer noch ein bisschen warten, bis der wieder gerade gezogen hat beim Bogenschießen. Hau dich doch! Das war eigentlich so, dass er nicht ihn am Bein getroffen hätte, aber. Den habe ich getroffen. Schön geklackt. Nennst du kämpfen? Alles klar? Mehr! Hier drüben! Wo sind alle? Wo sind alle? Schlagt Alarm! Seid vorsichtig! Na, wahrscheinlich wäre ich im Stehen da besser. Wieder schneller gewesen. Ne. Da mühe ich mich jetzt schon etwas lange ab. Oh. Ups. Da ist mir der Pfeil entglitten. Die halten aber auch ganz gut was aus. Sadist. Sah eigentlich nicht so aus, als wenn er getroffen hätte. Der sah wiederum so aus, als hätte er treffen müssen. Lass mein Pferd in Ruhe. Der hat sich wieder hingesetzt. Ne, der hat irgendwas aus der Kiste geholt. Aha, interessant. Wieder 775 Groschen erhalten. Was? Was ist los? Komm schon! Vielleicht kann ich das Lager jetzt zweimal nennen oder so. Oder vielleicht war das der Anführer von denen?
Ich habe auf jeden Fall die Rüstung ziemlich zu Klump geschossen, wie es aussieht. Sehr schwer. Dann knacken wir das noch, wenn es geht. Mhm. Schafsleder. Okay, na gut. War jetzt auch mehr für die Erfahrung. Gut, also ein Lager. Dann laufen wir noch darüber. Ist ja gar keiner. Dann gehen wir noch darüber. Dann werde ich nach da wieder zurück und dann. Ja, dass das hier über die ganze Welt schallt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Hier schon mal. Das war ein Lager. Hier hatte sich der Typ versteckt gehalten. Glaube ich. In der einen Quest. Okay, dann. Da sind die Köhler. Ich glaube, da waren öfter Gegner. Obwohl da gar kein Lager ist. Oder beim. Muss mal gucken, dass wir hier rüberkommen. Hüpf! Elegant. Da ist ein Lager. Das ist ein interessanter Ort. Hm. Okay. Geht so. Nicht so wahnsinnig interessant. Ich meine, hier auf dem Weg wäre. Genau, da ist das Lager. Das sind Kumanen. Die sind wahrscheinlich irrelevant. Aber es sind ein paar mehr. Was? Da hat sich irgendwie kein Pfeil gelöst. Das sah schon nach einem Kopfschuss aus, den hat aber anscheinend. Da ist wieder kein Pfeil rausgekommen.
Aua. Schwein. Ja, der ist weg. Autsch. Mein armes Pferd. Da wird nicht aufgegeben. Nicht in meinem Wald. Shit. Eigentlich getroffen. Der sah eigentlich auch so aus, als hätte er treffen müssen. Das ist halt ein bisschen blöd, wenn die schon zu nah sind, dann. Naja. So, aber da unten haben die noch ihr Lager. Wohnt hier noch jemand? Ja. Wirklich ziemlich hungrig. Sehr gut, dass wir hier was zu essen haben. Nom 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 nom. Wieso habe ich denn jetzt hier einen Ladebildschirm? Ernsthaft? Eigentlich sollte das Bild nur kurz schwarz werden. Sehr strange. Dann gehen wir da wieder hin und dann können wir auch nach Hause. Denke, dann haben wir da alles. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass das hier ein Feindlager war. Das war sogar mein eigenes Lager. Ja, okay. Nikodemus. Übung. Alchemie. Würdest du mich in der Selbstverständlich. Aha. Ich möchte. Gut, aber. Aber nur gegen Silber. Also. Alchemie. Na gut, machen wir. 10 habe ich dann allerdings nicht. Gucken wir auch nochmal. Fertigkeiten. Alchemie 7. Ja. Wächter, Wächter. Vater Godwin. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Das macht so überhaupt gar keinen Sinn. Die beiden Optionen sind auch total sinnlos. Und da steht ein Pferd auf einem anderen Pferd. Das ist auch sehr schön. Und mit dir habe ich auch schon länger nicht mehr geredet. Gapon. Sieht so ein bisschen mitgenommen aus. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Wie geht es dir?
Ich bin verärgert. Wäre gut gewesen, euch schneller hier zu haben. Wäre Istvan bloß in dieser verschissenen Burg geblieben. Ich erinnere mich noch an mein erstes Mal. Aber damals warst du ein junger Schmiedegeselle. Ich hingegen bin edlen Geblüts und im Kampf ausgebildet. Und selbst ich... Nun, ich werde nicht so tun, als hätte ich keine Angst gehabt. So ist es eben. Man kann einfach nichts dagegen tun. Aber Meister Faefer überlebt vielleicht nicht. Wäre ich schneller gewesen oder er zumindest gelaufen, aber ich... Die Hauptsache ist, nächstes Mal wird es leichter. Man gewöhnt sich an den Schrecken. Das hoffe ich. Sonst wird mir von deinen Belehrungen noch schlecht. Mhm. Was hältst du von Meister Kieser? Ich bot ihm bereits eine Bleibe an, wenn das hier vorüber ist. Seine Ideen sind unglaublich. Alleine dieser Tribok. Kann's kaum erwarten. Scheint, als wärst du selbst gerne der Konstrukteur. Wer weiß. Vielleicht ergibt es sich ja. Okay. Gut, dann... War hier noch irgendwas? Nö. Dann gehen wir mal rüber zu dem... Heinrich kommt uns besuchen. Dann gehen wir mal zurück zu dem da. Wir werden das abgeben und dann nochmal speichern. Also, wenn wir da was abgeben können. Achso, und dann müssen wir wahrscheinlich sowieso schlafen. Na, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch schon erledigt da mit dem Beschießen. Wobei, wenn der Angriff kommt, dann speichert das sowieso automatisch. Also gehe ich hart davon aus. Gott schütze dich, Heinrich! Ja, ja. Ich habe alle Lager entdeckt. Ich habe noch eins entdeckt. Noch eines? Hoffentlich ist es das letzte. Alle Lager entdeckt? Ich habe alle Lager entdeckt. Die restlichen Wälder sind sicher. Mir fehlt ein Stein vom Herzen. Und nun lass uns Toss von dieser Welt tilgen. Mhm. Kann er noch Übungen? Verteidigung. Kannst du mir zeigen, wie ich... Selbstverständlich. Ich möchte mal... Zuerst musst du... Leider nichts auf dem Kasten. Ich wäre... Selbstverständlich. Ich will ein... Es ist noch kein Meister... Mhm. Also, dann legen wir hier mal los, wenn es geht. Ja. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Jo. Ich fürchte, dann kann ich jetzt echt nur abwarten. Zweitägiger Beschuss, aber das sollte dann entsprechend limitiert sein. Gut. Dann werden wir mal schlafen. Nom nom nom. Mal gucken, ob ich jetzt das Buch weitergelesen habe. Jedenfalls fleißig am Laden. Ja, es ist teilweise schon ein bisschen übertrieben, was das hier am immer wieder am Laden ist.
Nö. Ja, es ist halt immer noch zu früh. Aber mehr konnte ich nicht schlafen. Das heißt, jetzt muss ich erstmal dumm rumstehen. Und dann sollte das ja eigentlich an dem Tag abgeschlossen sein. Jetzt wird wieder geladen. Ne, diesmal ging es direkt. Ja, warte bis abgeschlossen. Heinrich, schön, dass du da bist. Ja, hätte ich jetzt mehr Bücher gehabt, hätte ich da gut studieren können. Herr Robald erwartet mich. Na dann, wollen wir den nicht erwarten lassen. Willkommen, Heinrich. Ich nehme an, wir müssen stürmen. Da Herrn Divisch Spanner noch nicht über Talmberg gehisst ist, müssen wir wohl stürmen. Genau, dieser Istvan ist ein sturer Bastard. Also gut, wann geht's los? Darauf wird es wohl hinauslaufen. Bist du bereit? Falls du dich noch ausruhen willst, wir können etwas warten. Die nächste Gelegenheit kriegst du erst, wenn wir gewonnen haben. Oder du auf ewig ruhst. Bin bereit. Ich bin bereit. Gut zu wissen. Wir greifen von zwei Seiten an. Am Nordtor und an der Westmauer, die wir mit Leitern erklimmen. Der Angriff erfolgt in mehreren Schritten. Erst wird die äußere Mauer eingenommen, dann die Kernburg und schließlich der Palast und der Turm. Naja, so groß ist das Ding ja gar nicht. Wie wollen wir das Tor einnehmen? Zuerst versuchen wir mit dem Tribok so viel Schaden wie möglich anzurichten. Kieser meint, er könne es treffen. Aber selbst wenn er das kann, werden wir uns auf dem Weg zum Fallgatter durch einen Pfeilhagel kämpfen müssen. Fallgatter? Zum Glück ist es aus Holz. Wir können es also aufbrechen. Aber die Verteidiger in der Vorburg werden es uns nicht leicht machen. Aha. Und wie lautet der Plan für den Angriff auf die Westmauer? Zuerst müssen die Männer mit den Leitern an die Mauer, was unter Beschuss keine leichte Sache ist. Sie müssen also so gut wie möglich gedeckt werden. Wenn die Leitern stehen, stürmen die Männer los und erklimmen die Mauer. Sobald ein paar den Wehrgang erreicht haben, sollten wir schnell die Oberhand gewinnen. Wie nehmen wir den Wehrgang ein? Wie nehmen wir den Wehrgang ein? Indem wir die Westmauer erklimmen oder mit Hilfe der Männer vom Tor, wenn sie denn durchbrechen können. Mhm. Und die Kernburg? Und die Kernburg? Das wird hart. Selbst wenn wir durchs Tor und die Vorburg kommen, haben wir noch lange nicht gewonnen. Die Burg ist so angelegt, dass wir für die Bogenschützen auf dem inneren Wehrgang wie Hühner in einem Pferch sind. Wir müssen uns entweder durchkämpfen oder sie irgendwie umgehen. Na, was ist mit den Wohnbereichen? Was ist mit den Wohnbereichen? Ich sorge mich um die Geiseln. Sobald wir drin sind, weiß Istvan, dass die Niederlage unvermeidlich ist. Aber dennoch werden wir erbittert um jeden Raum kämpfen müssen. Ich denke, ich weiß Bescheid. Ich denke, ich weiß nun über alles Bescheid. Willst du dich dem Angriff auf das Tor oder auf die Westmauer anschließen? Denk daran, viele Skalitzer werden dir folgen. Das könnte entscheidend sein. Ich werde beim Angriff auf die Mauer helfen. Ich bin stolz auf dich. Du hast dich von einem Rotzbengel zu einem zähen Kämpfer gemausert. Sei der Himmel mein Zeuge. Wir treten diesen Hurensöhnen in den Arsch. Ein Dörfler und ein grauer Ritter?
Istvan zittert bestimmt wie Espenlaub. Wenn er nicht zittert, weiß er nicht, was ihn erwartet. Eine Sache noch. Egal, wie gut ein Plan ist, irgendwas geht immer schief. Halte die Augen offen und packe jede Gelegenheit beim Schopfe. Steh den anderen bei und stürz dich nicht in einen aussichtslosen Kampf. Wir müssen die Festung schrittweise erobern. Eins nach dem anderen. Ich werde daran denken. Viel Glück, Grünschnabel. Viel Glück auch dir, grauer Ritter. Na dann mal auf in die Schlacht. Da haben wir also einfach die Kurbel kaputt geschossen und ist das Tor runtergekommen, oder wie? Na, meinetwegen. Jetzt haben wir jedenfalls erstmal wieder einen schönen Ladebildschirm. Erstürme die Mauer. Auf sie! Los, los, los! Ach Quatsch. Na komm. Na, dann stürmen wir mal mit. In meinem Arm. Ja, auch nicht viel Spaß. Haben wir hier noch irgendwen? Auf sie! Schall auf die Wehrgänge! Schloss knacken, sehr schwer. Dann machen wir jetzt hier weiter.
So, und dann mähen wir die von hinten aus ab. What? Ich bin mir nicht ganz sicher, wer jetzt alles davon... Das scheint ein Gegner zu sein. Das auch. Du bist bestimmt auch böse. Böser? Du bist ein Böser. Ins Auge. Weiß nicht. Kann jetzt halt auch nicht differenzieren, wer da was ist. Das sieht schon so ein bisschen chaotisch aus. Die wollen mich jedenfalls angreifen, die werden also böse sein. Bist du böse? Du bist böse, oder? Ich glaube, das ist einer von meinen. Vielleicht hätte ich auch meiner Gruppe oben folgen sollen. Der kämpft mit Fäusten. Muss doch mal im Eimer sein hier. Naja, Moment, lass mich da mal raus. Das ist gerade ein bisschen ungemütlich. Ich komme hier nicht raus. Die schubsen mich hin und her. Das ist nicht so cool.
komm, ich komm noch hoch. Ja, ich fürchte, das habe ich nicht gerade so gemacht, wie es beabsichtigt war. Moment kein Schild draußen. Da steht jedenfalls wieder einer von meinen vor. Raus. Das ist aber schon ein ziemliches Ungleichgewicht. Vermutlich ist der eine Typ auch noch unverwundbar, aber stirb! Er sammelt ja echt schön an. Lass mich mal hier raus. Heizen wir da einfach mal alles rein. Irgendwie ist der eine Typ von uns wohl unkaputtbar. Das kommt mir jetzt schon mehr wie so ein halb verbuggter Kampf von Mountain Blade vor. Entweder sind die gut gepanzert oder meine Pfeile sind einfach scheiße. Verbesserter Jagdpfeil. Ist wahrscheinlich schon nicht unbedingt das Beste. Was hat denn so ein Waffenknecht mit verbesserter Jagdpfeil auch nur? Moment. Ist wieder einer zu Boden gegangen, glaube ich. Peaks. Autsch. Autsch.
Hack. Hack. Ja, die machen zumindest immer ein bisschen Schaden, glaube ich. Kann er halt nicht. Ups. Kann er halt nicht abwehren. Oh, das Pferd ist weggelaufen. Sehr gut. Der sammelt schon. Oh, der sammelt schon ganz ordentlich. Unser Streiter ist da auch noch immer dabei. Na, ich will da ungern meinen eigenen töten, wenn er sonst unverwundbar sein sollte. Hier ist auf jeden Fall schon ganz ordentlich was los. Gucken wir mal, ob hier irgendwo noch bessere Pfeile sind. Oh, das sieht nicht danach aus. Hm. Agilität. Oh, da haben sich noch mehr versteckt. Oh, weil jetzt brauche ich neue Pfeile, wenn meine alle sind. Jagdpfeil. Ja, Jagdpfeile. Ach, das ist ein hochwertiger Pfeil. Okay, nehmen wir die. Nee. Bisschen besser. Naja. Ja, er ist mit Sicherheit unkaputtbar, außer von mir vielleicht. Wieder einer weniger. Der letzte. Ja, es sind noch zwei. Aha. Das war jetzt jedenfalls kein super toller Kampf. Wir sollten den Befehl geben. Mal sehen, ob sich István Thoss auch aus dieser Situation herausfinden kann. Fordere das Schicksal nicht heraus, Hanusch. István! Es ist vorbei! Sollen wir etwa kommen und dich holen? Davon würde ich abraten, wenn dein Freund Divish sein Weib lebend wiedersehen will. Und Herr Ratzig? Sind die Geiseln unverletzt? Vorerst, Hanusch, das kann sich jedoch ändern. Das freut mich zu hören. Nun, unser Gast ist ebenfalls unversehrt, wenngleich es ihm danach verlangt, heimzukehren. Ich nehme an, dich ebenso. Es ist ein Weilchen her, seit du dich das letzte Mal an deinem eigenen Feuer gewärmt hast. Ich habe keine Eile. Ich habe reichlich Vorräte, eine schöne Aussicht und gute Gesellschaft. Was will man mehr? Deine Freiheit? Freiheit? Freiheit mit einem Pfeil in meinem Rücken? Mein Herr, wir sind alle Ehrenmänner hier. Alle an die Ehre gebunden.
Ich gebe dir mein Wort als Ritter und Herr und das meiner Gefährten. Wenn du Herrin Stephanie und Herrn Ratzig freilässt, dürfen du und deine Männer unbehelligt aus der Burg abziehen. Und wie weit kämen wir wohl? Was nützt es mir, wenn eure Männer uns dann in den Wäldern auflauern? Wenn du mir dein Wort als Ehrenmann gibst, zu verschwinden und nie wiederzukehren, dann garantiere ich dir freies Geleit bis an die Grenze dieses Lehns. Was danach geschieht, liegt an dir und dem Willen des allmächtigen Herrn. Also gut, aber ich will eine Gewährleistung. Ich gebe euch Herrin Stephanie. Aber Ratzig kommt mit mir. Ich lasse ihn in Scarlitz frei. Das steht außer Frage. Ist dir unser Wort etwa nicht gut genug? Und was ist mit meinem Wort? Ich schwöre, ich lasse ihn frei, sobald ich in sicherer Entfernung bin. Ich gehe mit ihm, Hanusch. Gib Herrin Stephanie ihre Freiheit zurück. Vater! Keine Sorge, Junge. Ich traue Herrn Istvans Eigennutz mehr als seinem Wort. Er wird mir ganz sicher nichts antun. Wenn du dir sicher bist, Herr Ratzig! Bereite Pferde und Vorräte vor und befiehl deinen Männern, sich zurückzuziehen! Wir kommen runter! Ihr habt ihn gehört! An eure Arbeit! Und wer diese Waffenruhe verletzt, hat sich vor mir zu verantworten! Herr, willst du ihn wirklich gehen lassen? Ich gab ihm mein Wort, Heinrich! Er ist ein Mörder und ein Lügner! Gute Männer fanden seinetwegen den Tod! Was hält uns davon ab, ihn aufzuspießen, sobald er herauskommt? Unsere Ehre! Wenn du ihn gehen lässt, wird er es wieder tun. Oder Schlimmeres. Gottes Gerechtigkeit wird ihn finden. Dann bekommt ihr meinen Streitkolben zu spüren. Wenn wir unser Wort brechen, haben wir keine Ehre. Und ohne Ehre sind wir nichts. Hab keine Angst. Dein Vater wird das durchstehen. Wir bringen sie schon noch zur Strecke. Holt die Pferde. Hier ist sie, wie versprochen. Hier wurde kein Haar gekrümmt. Devish! Stephanie. Bitte vergib mir, mein Gatte, es tut mir leid. Was denn? Dass ich sie in die Burg ließ. Oh, komm her, meine Liebe. Dich trifft keine Schuld. Ich wusste nicht, wer er war. Er sagte, er sei dein Freund. Das spielt keine Rolle. Hat er dir wehgetan? Nein. Ich hoffe, man kann deinem Wort trauen. Sicherlich mehr als deinem. Sollte alles wie vereinbart ablaufen, lasse ich Ratzig in Scarlet 2. Aber wenn ihr uns folgt, stirbt er. Werden wir nicht. Verzeiht, dass ich dich von deinem Vater fernhalte, aber ihr werdet euch schon bald wiedersehen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Dein Schwert. Vermutlich hättest du es nach all dem Ungemach gerne zurück. Was soll's? Weißt du was? Ich behalte es. Als ein Andenken. Es ist nicht vorbei. Ich finde dich. Ich freue mich schon darauf. Ja! Schnell, auf die Zinn! Wir müssen wissen, in welche Richtung sie reiten. Tatsächlich, sie reiten Richtung Scarlets. Aufsitzen, Heinrich! Du hast gehört, was er tut, wenn wir ihm folgen. Wir werden ihm nicht folgen. Wir müssen nur deinen Vater einsammeln. Oder willst du, dass er zu Fuß zurückmarschiert? So. Dann werden wir mal hinter dem bleiben. Was soll ich ihm sagen? Keine Sorge, mir fällt schon was ein. Tja, hoffentlich. Da war's abgerissen. Was wirst du jetzt machen? Vor nicht allzu langer Zeit habe ich keine 3 Tage vorausgedacht. Vielleicht sollte ich allmählich etwas für Ratai und meine Leute tun.
etwas Großes. Aber dafür ist später noch genügend Zeit. Der hat falsch abgewogen beim automatischen Laufen. Was glaubst du? Wird Toss Wort halten? Er ist ein Adliger. Ja, ich auch. Herr Ratzig wird dort sein. Wie sich die Dinge doch ändern können. Was meinst du? Wie lange kennen wir uns jetzt? Ein paar Wochen? Könnte hinkommen. Davor habe ich den Mädchen in Ratai nachgejagt und du hast Rüben gezogen. Und nun sieh uns an, zwei Veteranen. Ich war Schmiedegeselle und kein Rübenzieher. Läuft aufs Gleiche hinaus. Der könnte ruhig ein bisschen schneller laufen. Und vielleicht auf der Straße bleiben. Wäre ein Ticken glaubwürdiger. Nur weil ich andauernd gegen Büsche laufe, muss der das nicht auch machen. Naja, der hat einen sehr rudimentären Pfad. Ah ja. Jetzt wird gequick-traveled oder was? Keine Spur von ihnen. Weiter. Dass Istvan sein Wort hielt, Herr. Nicht so sehr wie mich, werter Herr Hans. Wir hielten unseres ebenfalls. Istvan hat seinen Vorsprung, aber jetzt ist er freiwillig. Wohin ritten Sie? Gen Norden, aber sei vorsichtig, Herr Hans. Keine Sorge, ich habe doppelt so viele Männer wie er. Aber ich will euch nicht länger aufhalten. Ich bin mir sicher, ihr habt viel zu bereden. Auf geht's! Geht es dir gut, Vater? Ja, sie behandelten mich ganz gut. Nur mein Pferd raubten sie mir, ich muss zu Fuß zurück. Sieht aus, als wäre es vorbei. Noch lange nicht. Es ist erst vorbei, wenn wir dieses Chaos beseitigt haben. Und diesen Bastard schnappen. Wie konnten wir ihn ziehen lassen? Wäre sein Tod es wert gewesen, dass Herrin Stephanie und ich auch unser Leben lassen? Natürlich nicht. Aber was hielt uns davon ab, ihn nach dem Austausch umzubringen? Ehre? Ehre? Wenn man dem Wort eines Edelmanns nicht trauen könnte, hätte er dem Austausch niemals zugestimmt. Und worin liegt die Ehre, seinen Sohn zu verstoßen? Du weißt, wie es ist. Wir waren jung. Es geschah. Und ich konnte keine gemeine Frau heiraten. Und dann kam dein Vater. Martin, meine ich. Und er kümmerte sich anschließend um euch zwei. Er wusste es? Was? Dass ich dein Vater bin? Natürlich. Er war ein guter Mann. Er nahm dich auf. Aber ich behielt dich im Auge. Sei dir dessen gewiss. Ich weiß so wenig über seine Vergangenheit. Er hat nichts erzählt?
Du ähnelst ihm sehr, obwohl ihr nicht gleichen Blutes seid. In deinem Alter begann ihn sein Handwerk zu langweilen. Er zog hinaus in die Welt. Er erlebte viele Abenteuer und kämpfte in einem Krieg. In einem Krieg? Ja, in Polen, glaube ich. Und ich denke nicht, dass es ihm gefallen hat. Deshalb wollte er, dass ich zu Hause bleibe. Das hat nicht so ganz funktioniert. Er war eine Zeit lang in Prag und ließ sich dann in Kuttenberg nieder. Offenbar hatte er dort einen Zwist mit jemandem und kam schließlich hierher. Den Rest kennst du. Ich habe ihn geliebt, aber dennoch fühlte ich mich immer irgendwie fehl am Platz. Ich verlor das Einzige, das mir von ihm blieb. Dein Schwert. Ah, das Schwert. Es gehört nicht mir. Es ist dein. Für einen Moment war es greifbar nah und doch so fern. Naja, lässt sich nicht ändern. Beinahe hatte ich es doch. Etwas anderes war mir einfach wichtiger. Womöglich bekommen wir irgendwann die Chance, es zurückzuholen. Die Sache mit Toss ist noch nicht vorbei. Dummerweise. Das wäre mir nur lieb. Ich will nicht nur das Schwert, sondern auch diesen Bastard, Istvan. Und dann suche ich diesen deutschen Hurensohn, der Skalitz niederbrannte, und erschlage ihn damit. Sein Gesicht werde ich nie vergessen. Und seinen Namen. Markwart von Aulitz. Das ist ein edles Vorhaben, mein Sohn. Doch vergiss nicht, es gibt andere Dinge in dieser Welt, für die es sich zu leben lohnt. Als da wäre? Sieh dich mal um. Ein blauer Himmel, weiches Gras unter den Füßen, guter Wein, ein hübsches Mädchen, ein gutes Gespräch mit Freunden und ein gesundes, wackeres Ross. Dafür lohnt es sich zu leben. Obwohl ich nicht abstreiten kann, dass das Schwein für die Ermordung deiner Mutter bezahlen muss. Auf Kosten der anderen Dinge sollte man sich jedoch nicht zu sehr damit beschäftigen. Wo wir von Rössern sprechen, wir werden wohl wie die Templer reiten müssen. Und das heißt? Zu zweit. Eines Tages erzähle ich dir von ihrem Siegel. Du kannst vorne sitzen. So habe ich es mir immer vorgestellt, meinem Sohn das Reiten beizubringen. Wäre einfacher, wenn du etwas kleiner wärst. Meine Güte, heute ist wirklich jeder unterwegs. Wer das wohl ist? Ich denke, ich weiß es. Markgraf Jobst. Der Vetter des Königs. Ich frage mich, was er will. Wir werden es bald herausfinden. Jo, und das ist dann wahrscheinlich im dritten Kapitel. Ich habe es ja irgendwann zwischendurch mal erwähnt. Das läuft im Hintergrund. Soweit ich das verstanden habe, ist im Kickstarter eigentlich gedacht gewesen, nur das erste Kapitel zu veröffentlichen. Jetzt ist das aber von drei. Jetzt ist das aber, soweit ich es verstanden habe, sind das die ersten zwei Kapitel gewesen. Das erste war damit zu Ende, dass man dieses erste Fort von den Banditen platt gemacht hat. Und das sollte jetzt von da aus bis hier zum Ende das zweite Kapitel sein. Und ein drittes würde dann eventuell noch kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann tatsächlich noch kommt oder ob das jetzt hier einfach abgeschlossen ist. An sich auf jeden Fall ein nettes Spiel, hat viele Sachen ganz nett gemacht. Man wird sich sicherlich auch noch lange dran erinnern können, an diese beispielsweise sehr authentischen Landschaften und so weiter. Aber man muss halt auch sagen, dass das Spiel einfach sehr, sehr unpolished war. Also nicht anspielbar unpolished, aber schon, man hatte eigentlich immer das Gefühl, dass wenn irgendwo, jedes Mal, wenn etwas besonders Tolles passiert ist, dann ist kurz danach irgendwas Glitschiges passiert, was das davor wieder zunichte gemacht hat. So wie beispielsweise jetzt auch wieder
das Outro, wo auf einmal der Ton so überhaupt gar nicht mehr gepasst hat. Also, ja, viele Sachen, die nicht so wahnsinnig knorke waren. Ich lasse das Ganze jetzt noch bis zum Ende durchlaufen, verabschiede mich. Ein Review wird zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich bereits auf meinem Review-Kanal zu finden sein. Und ja, dann Black Metal. Dann werde ich mich jetzt erstmal wieder weiter Avernum zuwenden und dann schauen wir mal, was als nächstes drankommt. Also ciao, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Du schlägst dich gut, Junge. Vater! Na komm. Du weißt, der bin ich nicht. Das spielt jetzt keine Rolle. Ich vermisse dich und Mutter.
vermisse euch sehr. Es wird alles gut. Wir sind stolz auf dich. Weshalb? Ich ließ euch im Stich. Verlor das Schwert und ließ diesen Bastard entkommen. Sei nicht so hart mit dir selbst. Es gab nichts, was du tun konntest, um uns zu retten. Aber du, Junge, du musst weiterleben. Das Schwert ist egal. Es ist nur ein Gegenstand. Du wolltest nicht, dass ich kämpfe. Und jetzt sieh mich an. Dich dem Bösen zu stellen, ist nicht dasselbe wie dessen Saat zu säen. Du hast das Richtige getan. Ich muss dich jetzt verlassen. Nein, bitte. Du weißt, ich kann nicht bleiben. Sehen wir uns jemals wieder? Wer weiß. Mach sie stolz. Geht nicht. Nein. Wovon zum Teufel hast denn du geträumt? Du wolltest gar nicht aufwachen und es ist schon Nachmittag. Herr Ratzig will dich in der oberen Burg sehen. Die Herren beraten sich mit Jobst. Ja, gut. Bin schon unterwegs. Sonst noch was? Ach, nichts, nur... Ich weiß nicht mehr, wie ich dich anreden soll. Urplötzlich bist du Herrn Ratzigs Sohn und gehörst damit auf einmal zur adligen Gesellschaft. Und ich bin nur ein einfacher Mann. Ach, komm schon, du Blödmann. Sehe ich so aus wie ein edler Herr? Nicht wirklich. Du bist so wenig Herr wie ich eine Nonne. Und in der Kutte sehe ich nicht besonders gut aus. Verschwinde, Mann! Sonst kommst du noch an den Schandstuhl. Okay, damit geht das Spiel tatsächlich noch weiter. War jetzt auch nochmal ein schöner zusätzlicher Abspann mit drin. Ich kann mir gut vorstellen, dass das halt jetzt quasi nochmal eine... Ja genau, Epilog. Begib dich tagsüber zur oberen Burg und triff dich mit Markgraf Jobst. Gut, ja, dann werde ich hier aber erst einen Schnitt machen und dann werden wir diesen Epilog dann beim nächsten Mal noch machen. Aha. Vergeltung. Finde Markwart von Aulitz und räche den Tod deiner Eltern. Finde einen Weg, Vaters Schwert zurückzubekommen. Vielleicht ist das noch mehr, als ich dachte. Gut, ja, wir schauen auf jeden Fall dann beim nächsten Mal weiter. Bis denne.